My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Boys and Girls, willkommen zur 40. Folge. Hallo Leute, und hier haben wir zwei schöne Tomahawk Steaks. Jawohl, die werden gesalzen. Wir haben den Knochen ein bisschen kleiner geschnitten, damit er unter den Grill passt. Kann auch lang bleiben, je nachdem, wie man es haben will. Und hier wird erstmal gesalzen, von beiden Seiten. Schön ordentlich Salz drauf. Das legen wir jetzt ungefähr für eine Stunde zur Seite, damit das Salz einziehen kann. Und hier kommt erstmal schon ein bisschen Kohle rein. Oh, wir haben nämlich noch was vor hier. Bevor die Steaks drauf kommen. Zwiebeln, Freunde, genau. Die werden nämlich erstmal mit Öl eingepinselt hier. Schön drauflunsen mit dem Pinsel, ey. Schön mit dem Pinsel immer drauflunsen. Das ist immer gewaltig, ne? Das gefällt, ne? So, wunderbar. Hier rein in den hier Superkorb hier, ne? Aldi, Marke Eigenbau. Und dann rein damit, ne? Das Aldi muss man gleich rauspiepen. Und dann drauf, ne? Schön, das geht da drauf, ne? Deckel ein bisschen drauf, genau. So, und Auberginen hier, zwei Stück. Vorhin waren es zwei Zwiebeln, Leute. Und hier zwei Auberginen, ne? Und werden auch wieder eingepinselt. Wie die Zwiebeln, Freunde. Oh ja, schön schmieren, ne? Wie ein Brot schmieren, Leute. Umdrehen mal die Zwiebeln hier, nicht vergessen. Da werden sie schon ein bisschen braun. Super. Deckel drauf. Und nun, genau, andere Seite auch nochmal hier einpinseln hier. Richtig, ach, da ist so ein Endstück, die schmeißen wir mal weg hier. Ach, der Praktikant wieder hier, scheiße geschnippelt, ne? Und jetzt hier die Zwiebeln, super sehen sie aus, die können schon mal runter. Und jetzt kommen die Auberginenscheiben da oben drauf. Oh, das wird gut. Das, oh, da ist mir schon eine reingefallen, ne? Leute, ne? Eine ist immer gut für den Grill, ne? Gibt ein bisschen Rauch, wenn es verbrennt, ne? So, Deckel drauf. Zack, wieder ab hier, umgedreht hier, mal schneller gedreht hier. Das kann ein bisschen schneller gehen, genau, zack, zack. Super Ding hier, wunderbar, was? 5 Minuten ungefähr, Leute, sagt hier gerade mein Kollege aus dem Hintergrund. Super, Deckel drauf, ne? Und wieder 5 Minuten und hier, dann nochmal gucken. Wenn die halt so gut aussehen wie hier, dann sind die fertig. Das ist je nachdem, wie heiß die Kohle jetzt ist bei euch. Ne? Wir haben da so eine halbe Packung Kohle reingestopft, ne? Und dann läuft's, ne? So müssen die aussehen. So, jetzt wird er klein geschnippelt hier. Zack, hier, so, hier, ein bisschen schneller hier. Ihr wisst ja alle, wie Zwiebeln geschnitten werden, ne? Das geht ja irgendwie, ne? Das kann sich jeder vorstellen. So, da rein, eine Schüssel hier. So, zack, ja, noch ein paar längere dabei, aber das macht nichts. Sehen schon gut aus. So, jetzt die Auberginen auch nochmal klein schneiden hier. Wunderbar, hier, komm. Zack, ruckzuck geht das hier, da ein Streifen. So, zack, zack, zack. Nächste Packung drauf, so, auch schneiden, ne, und wieder schneiden. Eigentlich könnten wir hier schon abbrechen, aber ihr sollt das volle Erlebnis haben, ne. So, klein gehackt, da rein, ja, wunderbar sieht das aus. So, jetzt ein bisschen vermengen hier mit den Zwiebeln. Das sieht auch schon mal gut aus. Da könnte man jetzt schon mal reinbeißen. Das sieht, ist aber noch kein Fleisch drin. Das kommt ja später. Und jetzt hier unsere Oliven hier, auch ein bisschen klein geschnippelt. Schwarze Oliven, entkernt. Da rein, ein bisschen umrühren hier. Ein bisschen drehen und wenden. Und jetzt hier Zwiebelchen hier, ein bisschen klein schnippeln hier. Zack, zack, zack. Yo. Leute, ihr wisst, wie es geht, ne? Das brauche ich euch ja nicht zeigen, richtig, ne? Das kann ja schneller laufen. Tomatos rein, ne? Tomatos, 2 Tomatos, ne? Hier nochmal das gleiche Spiel, Ränzchen. Auch nochmal im Topspeed hier, ey. Genau, so da rein damit. Klein geschnippelt. Und nun, na, was kommt wohl nun da rein? Wir rühren erstmal nämlich um, ne? Denn wir lunsen da jetzt gleich noch was Schönes rein. Nämlich 4 Esslöffel Balsamico-Essig. Oh ja. Mensch, Leute, wenn die Girls die Fleischlage nicht mögen, dann hier die Beilage, ne? Super Ding wird das hier. Und jetzt hier umrühren, richtig schön, ne? Jetzt salzen hier, genau. Und pfeffern kommt auch noch dazu. Jetzt kommt der Pfeffer hier, genau. Schön reinstreuen. Und jetzt 3 Knoblauchzehen da reindrücken. Bisschen Öl hinterher, einen guten Schuss, ne?
Und ja, jetzt holen wir das ganze Ding mal um. Und dann wäre unser schönes Aubergine Caponata fertig. Kohle rein, ein bisschen heißer machen, die Steaks kommen drauf. Die Steaks. Und da sind sie auch hier. Oh, die schönen Ribeyes. Nein, Opalei, das sind die Porterhouse. Nein, was ist es wohl? Das sind die Tomahawks. Oh, Deckel drauf. Ja, auf jeden Fall jetzt 3 Minuten die Seite. Und jetzt drehen wir es um. Und nochmal 3 Minuten von der anderen Seite. Super. Den auch nochmal vorsichtig nicht reinstechen. Sonst läuft der Fleischsaft raus. Die sehen doch super aus. Oh, schön braun. Oh Mann, ey, wie am Strand, Girls. Also drauf damit. Ja, Deckel drauf, Leute. Deckel drauf. Wieder 3 verdammte, verflixte, lange Minuten drauf. Und nun auf die indirekte Seite. Jawohl. Oh. Seht ihr, Leute? Das sieht doch super aus, ey. Ah, oh, geil. Und Deckel drauf. Das Ganze dann für 5 Minuten indirect grillen und jetzt können sie runter. Und jetzt schnappen wir uns mal so ein Gerät und packen das einfach mal für 3 Minuten in Alufolie, damit der Fleischsaft sich legen kann beim Anschnitt. Und nun einwickeln. Und dann haben wir mal kurz zugedeckt, weil das Alufolie einrollen hier ein bisschen Zeit braucht. Und nun, oh, ich freue mich schon auf den Deckel auf. Oh, ist das ein Gerät, Leute? Oh, eingepackt, Freunde, und dann geht's richtig voran. 3 Minuten nicht vergessen, Leute. Ne? Pack das dann auch mal daneben hier, das sieht doch gut aus. Und nun, oh, der Anschnitt, Freunde, ne? Ist das nicht geil zur 40. Folge, Freunde? Ich wollte mich nochmal danken für die ganzen vielen netten Mails, ey. Ihr scheint mich alle zu mögen, Leute. Juhu, ey. Von Tausenden geliebt, von Millionen gehasst, ne? Also, Freunde, hier, es geht weiter, jawohl. Schön rot muss es innen drin sein. Jetzt noch ein bisschen Pfeffer oben drauf streuen, hier. Seht ihr, Leute? Wer es ein bisschen roher haben will, dann ist halt nur 2 Minuten drauf oder 3. Je nachdem. Hier kommt Johnny's Tomahawk Steak mit Aubergine Caponata. Boys and Girls, ballert's euch rein. Freunde, danke, dass ihr schon die 40. Folge durchgehalten habt. Es geht weiter, Leute. Ist so super, ist so klar. Ciao, bis nächste Woche.